Bratpostner kommen wir zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zur 8. Episode von Back to the Roots. In der heutigen Episode möchte ich euch den kleinen, aber feinen Feldsalat aus meinem Garten vorstellen. Also botanisch gehört Feldsalat zu den Baldrian-Gewächsen und wird auch Valeria Nanella bezeichnet. Und im 18. bzw. 19. Jahrhundert wurde er auch als Unkraut bezeichnet bzw. Beikraut, weil er da auf vielen Äckern, Wegesrändern und Feldern gewachsen ist, daher auch der Name Feldsalat, aber in unseren heutigen Breitengraden hat sich das jetzt sehr zum Positiven auch geändert, zeugt auch sehr hier auch von sehr viel Beliebtheit. In Südtirol wird er unter anderem Vogelsalat bezeichnet, Rapunzel oder mein Lieblings ist Nüsschen. Feldsalat ist recht super, weil es er sich super eignet für Vor- und Nachkulturen bzw. auch Mischkulturen. Er eignet sich zum Beispiel als Nachkultur von Kartoffeln, Frühkarotten und Erbsen. Und als Mischkultur eignet er sich super für mit Rhabarber, Erdbeeren und Zwiebeln. Und der Anbau ist auch recht einfach. Er gedeiht am besten im kalkhaltigen Lehmboden und gedeiht aber natürlich auch auf verschiedenen anderen Böden und er benötigt auch sehr wenig Stickstoff, also stickstoffarmen Böden gedeiht er auch sehr gut und auf Biofeldern muss er auch nicht zusätzlich gedüngt werden. Klassisch ist Feldsalat natürlich ein Wintergemüse. Er verträgt halt auch Frost bei minus 15 Grad, aber man muss auch dazu sagen, dass Feldsalat auch ganzjährig angebaut wird. Wenn man jetzt zum Beispiel Feldsalat im Anfang Juni, Juli genießen möchte bzw. verzehren möchte, dann tut man ihn für 5 bis 7 Wochen vorher im Frühjahr aussehen. Wenn man ihn jetzt später verzehren möchte, zum Beispiel Anfang September, Oktober, in der Zeit, dann muss man halt so spätestens Juli aussehen und dafür so circa 8 bis 12 Wochen warten. Und dabei sollte man auch achten, in diesem Zeitpunkt, dass man auch in den Trockenphasen darauf achtet, weil der Keimprozess bei circa 28 Grad Celsius zum Stocken beginnt und da ist es halt wichtig, für optimale Feuchte zu sorgen. Wenn man jetzt so wie ich im November, Januar verzehren möchte, dann muss man halt dementsprechend Mitte September, Anfang Oktober aussehen, je nachdem wie die Witterung ist, aussehen. Und da gibt es auch einige Dinge zu beachten. Einerseits durch den Frost bzw. durch die Kälte im Februar hinweg dann mussten eventuell nachgedüngt werden, wenn man ihn überwintern möchte, weil der Feldsalat dann keine Nährstoffe mehr über den Boden aufnimmt. Man kann ihn auch bei extremer Kälte auch Vlies verlegen, aber man muss halt dann dem auch achten, wenn jetzt zum Beispiel wie in so einem heutigen milden Winter, dass man auch die Vlies dann entfernt, damit auch hier der Pilzbefall vermieden wird. Und allgemein ist es auch wichtig, beim Feldsalat Staunässe zu vermeiden. Es gibt viele verschiedene Sorten von Feldsalaten. Es gibt die kleinblättrigen, kurzen, dafür dunkelgrünen Sorten, wie ich jetzt einen habe. Oder natürlich, die werden halt überwiegend auch in Süddeutschland angebaut, in Nordeuropa bzw. Norddeutschland auch. Werden dann die großblättrigen, langen und grün bis hellgrünen, mittelgrünen Blättern angebaut. Allgemein kann man jetzt sagen, wie man am besten den Feldsalat anbaut, ist, dass man ihn eigentlich in Doppelreihen anbauen sollte mit 5 cm Abstand zwischen jedem einzelnen Samen und eine 3 cm Tiefe anbaut und zwischen den Reihen sollte 15 cm Platz sein. Wenn man das jetzt nicht macht, so wie ich jetzt zum Beispiel, dann hat man halt dementsprechend einerseits die Folge, dass man bei der Ernte
eine gewisse Fuselei hat, sage ich mal, und die Blätter dann natürlich auch nicht so groß werden. Was man auch wahlweise machen kann, ist, wenn man die Möglichkeit hat, jetzt nicht so wie ich in einem Kasten anzubauen, sondern in einem Freibeet sie frei zu verstreuen, dann gedeihen sie natürlich am besten. Hat natürlich im Nachhinein den größeren Aufwand zum Ernten, weil man die natürlich mit der Hand ernten muss. Und das Gute daran ist, dass Feldsalat mehrjährig ist, das heißt, er wächst nach. Man kann ihn halt über den Wurzeln abschneiden und wächst dann auch hier fort. Was man auch beachten sollte, ist, wenn man jetzt den Feldsalat überwintert hat, dann sollte man ihn auch spätestens bis März und April ernten, weil dann fängt er natürlich an, Blüten zu bilden, und die schauen dann folgendermaßen aus, wenn ihr jetzt zum Beispiel Wildfeldsalat sucht, dass die Stängel gewisse Verzweigungen haben, weiße Blüten haben, und in diesen Verzweigungen haben sie halt auch zwei Blütenblätter. Ja, das Positive am Feldsalat ist, dass er sehr viel Vitamin C hat, 2 bis 3 Mal mehr Vitamin C als der herkömmliche Kopfsalat. Er enthält viel Vitamin E, aber auch Folsäure, welches für Schwangere optimal ist, aber natürlich auch optimal für ein Wintergemüse. Sehr viel Eisen, Magnesium, Kalzium, Kupfer und Kalium, sowie ätherische Öle wie zum Beispiel das Baldrium. Daher auch der Name, und daher kommt auch dieser nussige Geschmack. Und dieses ätherische Öl wirkt zum Beispiel beruhigend auf den Magen, beruhigend auf die Nerven und fördert natürlich einen gesunden Schlaf. Meine Hoffnung eigentlich von dem Feldsalat ist, warum ich ihm auch vorstelle, ist, dass er halt von einem Unkraut bzw. vom Wildkraut zu einem Kulturkraut geworden ist. Und das ist halt einfach meine Hoffnung, dass halt weitere Wildkräuter wie zum Beispiel der Löwenzahn und die Brennnessel diesem Vorbild, sag ich mal, oder ja, nicht Vorbild, sondern einfach diesem Weg folgen werden, dass die Menschen auch solche Kräuterarten nicht mehr als Unkraut, Wildkraut, Unkraut bezeichnen und einfach das mehr in ihre Ernährung integrieren und von diesen gesundheitlichen Vorzügen profitieren. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit, und ich hoffe, ich konnte dich wie immer inspirieren, dein eigener Landwirt bzw. Selbstversorger zu werden. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Bis dahin, ciao.